mehrere Verletzte bei Kellerbrand in Wiesbaden. Bei einem Kellerbrand in der Wiesbadener Waldstraße haben in der Nacht zum Dienstag mehrere Menschen Rauchvergiftungen erlitten. Laut Polizeiangaben konnten sich zwar sämtliche Anwohner rechtzeitig in Sicherheit bringen, wegen des starken Rauchs im Flur ist ein Bewohner jedoch ins Krankenhaus gebracht worden. Mittlerweile konnte er aber wieder entlassen werden. 22 weitere Personen wurden vor Ort mit leichten Rauchvergiftungen behandelt. Nach ersten Erkenntnissen hatten mehrere Brandherde im Keller des Hauses das Feuer ausgelöst. Die Polizei geht deswegen von Brandstiftung aus. Auf einen Täter gibt es bisher noch keinen konkreten Hinweis. Wir sind hier gegen 0.36 Uhr alarmiert worden in die Waldstraße zu einem gemeldeten Kellerbrand. Wir hatten mehrere Notrufe in unserer Einsatzzentrale. Die Brandbekämpfung wurde sofort eingeleitet. Parallel wurde die Menschenrettung in Angriff genommen. Zu Beginn ließen wir einige Personen in ihren Wohnungen, weil dort die Wohnungen rauchfrei waren. Die beiden Treppenräume waren stark verraucht. Dadurch, dass der Keller relativ voll gelagert ist, sich im Keller mehrere Brandherde aufzeigen, beläuft sich die Brandbekämpfung jetzt relativ kompliziert. Wir müssen mit relativ viel Manpower den Keller zum Teil ausräumen, um auszuschließen, dass sich noch irgendwo Glutnester befinden. Erst nach rund 2 Stunden konnte das Feuer gelöscht werden. Der gesamte Einsatz wäre erst gegen 7.30 Uhr beendet.